Der Südtiroler Zivilschutz wird seinen wichtigen Beitrag zum Alpini-Treffen, das in Bozen vom 11. bis zum 13. Mai stattfinden wird, leisten. Dies hat Landeshauptmann Louis Domwalder offiziell bestätigt. Das Treffen von über 300.000 Menschen in der Landeshauptstadt muss als Anlass zum Fest und zum Zusammensein interpretiert werden, nicht als Grund für neue Spannungen. Wir werden noch eine Pressekonferenz machen, was das Alpini-Treffen anbelangt, wo wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern vor allem sagen, was alles vorhergesehen wird. Vor allem die Parkplätze, aber auch alles, was mit der Hygiene zu tun hat und vor allem auch was Übernachtungen und so weiter. Wir möchten, dass die Leute vorbereitet sind, dass sie wissen, am Freitag, Samstag, Sonntag ist hier ein bisschen ein Chaos. Verkehrsmittel und so weiter werden nicht mehr so verkehren können wie eben normal und deswegen möchten wir die Leute vorbereiten. Wir möchten, dass die Leute wirklich einen europäischen Geist zeigen, dass sie vor allem hergehen und sagen, wir möchten nicht provozieren, wir kommen hierher, um alte Bekannte zu treffen, das Land kennenzulernen. Ja, und ich möchte nicht, dass von deutscher, italienischer Seite provoziert wird und dann ein Scherbenhaufen hinterlassen wird und wir dann später wieder schauen müssen, wie wir diese Wogen glätten können. Ich hoffe, dass die Leute, vor allem möchte ich mich an die Alpini wenden, dass sie wirklich zeigen, dass sie für Frieden sind und nicht für Provokationen und dass sie vor allem auch versuchen, dass sie sich als Gäste benehmen, nicht aber als politische Provokateure irgendwie heraufkommen. Das Land Südtirol will so schnell wie möglich mit der Zentralregierung die Art ihrer Beteiligung an der Sanierung des Staatshaushaltes klären. Die Landesregierung hat sich auch einen Überblick über die Ausgaben des Staates in Südtirol verschafft. Danach gibt der Staat etwa 400 Millionen jährlich in Südtirol aus. Nicht dazugerechnet ist hier der Schuldendienst, den der Staat zu leisten hat und der auf Südtirol umgelegt rund 178 Millionen Euro betragen würde. Wir wissen nicht genau, was eigentlich wirklich abgegeben werden muss, auf was verzichtet werden muss, welches die entsprechenden Einnahmen sein werden. Wenn wir den nächsten Haushalt machen wollen, müssen wir genau wissen, womit können wir rechnen, welche Steuern werden wir wirklich in den Haushalt einbauen können? Was wird mit dem Stabilitätspakt los sein? Denn wenn wir das nicht wissen, können wir auch keinen endgültigen Haushalt machen. Und deswegen werden wir jetzt mit dem Staat konkret verhandeln müssen. Im Rahmen der neuen Immobiliensteuer IMO hat sich die Landesregierung mit der Frage befasst, ob auch öffentliche Gebäude von ihr betroffen sind. Eine eventuelle Besteuerung würde sich auf etwa 1 Million bis 1,2 Millionen Euro belaufen. Auch ist noch nicht definitiv geklärt, wie man sich bei den Wohnungen des Wohnbauinstitutes verhalten muss.